Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Atlas. Und heute bin ich mal ganz alleine. Irgendjemand schnarcht sich hier was zusammen. Wem haben sie denn da gekillt? Das kann man sehen. Oh Gott. Oh Gott, wie hoch. Das ist ja geil. Wer hat denn das gemacht? Das kann ja nur Dummheiten machen, ja nur die ganzen Leute hier, die wir hier haben. Wo ist meine Bude? Oder was ist die Bude? Der Schrank. Und dann, upsala, die kommen die Treppen hier. Zack, rüberspringen. In das Schnarchhaus. Da sind nämlich noch andere Schnarchnasen. Da habe ich nämlich meine Klamotten reingeschmissen, wenn die noch da sind. Nee, meine Anziehklamotten sind nämlich nicht mehr da. Irgendjemand hat meine Klamotten geklaut. Na toll, scheiße. Gut, dann nehme ich mal trotzdem erstmal... Ah nee, warte mal kurz. Das hier brauche ich nämlich nicht. Die Kanone. Den Ballermann auch nicht. Das Zeug auch nicht. Ich bin nämlich wieder gestorben. Aber nicht gestorben, weil ich irgendwo gekämpft habe, sondern ich bin gestorben, weil ich... Das kann bleiben. Weil ich wieder von jemandem getötet worden bin. Von einem unserer Kollegen hier. Toll, jetzt habe ich natürlich keine Klamotten. Das ist blöd. Vielleicht sind die ja irgendwo hingeräumt worden. Ach, jetzt ist... Nee. Vielleicht hier? Auch nicht. Okay. Kann man hier was abziehen? Das ist nur Steinzeugs. Der Metalbäcker mit seinem coolen, super coolen... seinem coolen Tattoo. Guck mal, wir nehmen so lange den Bogen weg. Ach, komm, können wir drüben mal gucken. Wie das in den Schränken hier aussieht. Holz. Warte mal. Können wir auch selber sehen, ne? Hier steht es irgendwo dran. Thatch, Stein, Flint, Zucker, Leder. Was steht da? Kreaturen? Ne, Keratin. Werkzeuge. Brauche ich keine? Habe ich doch eigentlich alle. Ja, Waffen. Ich brauche nur Bogen. Okay, so. Sonst habe ich Pfeil 13. Sonst sitzt hier auch keiner drin. Was haben wir hier noch? Munition. Lederrüstung. Die will ich nämlich haben, weil ich keine Rüstung habe. Und dann... So. So. Und so. Okay. Dann ziehen wir uns mal ein bisschen, wenigstens mal an, damit wir nämlich bescheuert aussehen wie immer. Guck mal, wie geil das aussieht, ey. Ich sehe so bescheuert aus. Schuhe haben wir vielleicht auch noch welche? Normale Standardschuhe. Man weiß ja nie, wo man irgendwo in welcher Ecke hier stirbt. So. Angekleidet. Was ist das? Blueprint. Common Wood. Friends. Fans. Sonst was. Das tue ich einfach hier rein. So. Was haben wir hier? Gibt's hier was zu mampfen? Nö. Kohle und sonst was. Hallo, mein Kleiner. Guck mal hier so. Ich sehe es auf der Schulter. Aber den wollen wir nicht auf der Schulter haben. Flieg weg. Uns selber einholen. Monkey. So heißt er. Das ist der Chor übrigens. Level 25. Die Kim ist Level 32. Der Stone ist 37. Und ich bin, glaube ich, noch was mit 20. Ne, ne, 18. Weil ich ja, wie gesagt, ich kann ja nicht so oft spielen. Das ist immer das Problem. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Jetzt ist die Frage. Haben wir hier Large Storage Box? Da ist nichts drin, was ich... Das brauche ich. Das nehme ich so mit. Erstmal. Ihr wisst ja warum. Wir haben ja noch das Haupthaus angefangen. Und das wird da oben sein. Das ist jetzt hier nur unsere okay, habe ich jetzt die Dinger zum... Das sind die hier. Das ist ja nur das Haupt. Unten ist nur die Mauer. Und das Haupthaus kommt oben. So, erstmal hier. So. Ihr habt bestimmt jetzt schon bemerkt, dass es im Moment gar nicht mehr leckt bei mir. Oh nein. Oh komm, los hoch. So. Das liegt daran, weil ich ein bisschen an der Einstellung rumgefummelt habe. Nein, es ist hier ausgerechnet gerade kaputt gegangen. Jetzt komme ich hier gar nicht hoch. Verdammte. Hier vielleicht einen Weg an der Seite. Gucken. Ja. Nein. Fuck, kann ich wieder runter.
ich habe die Grafik runtergestellt und habe die Grafik raufgestellt. Habe die Grafik komplett runtergestellt und habe die Grafik wieder stückweise hochgestellt. Bis ich am Ende so ein bisschen auf den richtigen Nenner gekommen bin. Sieht teilweise nett aus, sieht teilweise matschig aus. Damit müssen wir erstmal leben, weil das Spiel auf meiner Einstellung, wie ich sonst immer spiele, leider nicht läuft. Nicht läuft. Das ist ein bisschen doof. Was wollte ich holen? Ich guck mal, ob ich das jetzt hier beim Stone klauen kann. Der hat nämlich ganz gute Sachen immer hier. Die brauche ich, ne? Ja. Sorry, Stony Boy. Ich brauche... Du kriegst die kaputte von mir hier. Und die kaputte kannst du auch haben. So, bitteschön. Und Klamotten? Ach nee, sorry. Wollte ich nicht... Sorry, ich wollte ihm jetzt nicht die Sachen wegnehmen. Wieso habe ich denn jetzt? Habe ich mir das jetzt weggenommen? Ja, ich glaube, ich habe es mir das weggenommen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Hä? Was habe ich denn jetzt hier falsch? Das ist doch mein... Das ist sein Inventar, oder? Hä? Ich habe gerade keine Ahnung. Das lassen wir so. Ich will hoffen, dass es... ist okay. So. Nochmal hoch. Wir müssen natürlich ein bisschen noch farmen für die ganzen Sachen. Die Jungs und Mädels im Tribe, in der Clan, wie nennt man das eigentlich hier? In der Crew. Die spielen natürlich selbstständig. Im Moment Atlas läuft ja nicht so wie auf den anderen Let's Play Servern. Ne? Das ist ja auch nicht unser eigener Server. Deswegen wird der Server nicht runtergefahren, damit der Fortschritt immer gleich ist und sowas. Das wisst ihr ja. Habt ihr selber mitbekommen. Aber so ist das eben auf dem öffentlichen Server. Deswegen spielen wir... Jeder spielt eigentlich immer so sein eigenes Ding. Wer gerade online ist, der ist eben online. Was habe ich denn jetzt? Ich brauche was zu essen. Jetzt bin ich hier oben angekommen. Habe ich hier was zu mampfen, ne? Schnell in irgendwelchen Büschen was sammeln gehen, ne? Verdammte Hacke hier, ey. Natürlich gibt es hier keine Büsche, oder? Wie sterbe ich denn hier so? Wegen der Hitze? Ziehe ich den Scheiß eben kurz aus. Mann, ey. Ich habe echt keinen Bock hier oben zu verrecken. Hier oben gibt es natürlich auch keine... Ach, ich brauche was zu saufen. Das kann ich ja trotzdem noch machen. Hier, hoffentlich kann ich hier was zu saufen bekommen. Wer hätte das jetzt gedacht, Mann? Oh, Backe. Echt mal los hier. Jetzt bist du einmal hier und dann kriegst du direkt auf die Fresse. Das sind übrigens die Boote, die gebaut worden sind von unseren Tribe-Membern. Ich weiß nicht, wer Hope 2.0 gebaut hat. Das Ding ist vom Stone, das kleine. Und das große Ding hier hinten, was in der Werft, die eigentlich jetzt da sein sollte. Okay, das macht der Stone auch gerade. Dafür farmt er gerade ganz, ganz fleißig. Der ist natürlich, wie gesagt, er ist länger online. Ist jeden Tag online, ich nicht. Und er farmt hier. Und ich könnte euch... Also das Holz waren das, glaube ich, irgendwas mit 130.000 Holz. Fiber braucht man 150 oder 160.000 Fiber und so weiter und so fort. Es ist mega teuer, das Ganze. Das ist das Schiff, was gebaut wird. Blöder Tiger, ey. Da rege ich mich jetzt gerade so richtig drüber auf. Naja, richtig nicht. Aber naja, ihr kennt mich ja. Ist ein bisschen blöd. Kann ich hier irgendwie drauf und darauf bessere Fotos hinbekommen? Ich weiß nicht... Oh Gott. Oh Gott! Oh. Okay. Ich wollte eigentlich ein schönes Foto machen. Ich versuche es nochmal. Hacke hier. Ach komm, verdammt, jetzt springe ich hier wirklich eine Seite von der anderen Seite runter. So, ich bleibe hier. Wir müssen sowieso nach oben. Wir müssen unsere Sachen wiederholen. Verdammte Hacke, jetzt ist der blöde Tiger da.
Was ich aber schade finde in Ark, und das ist natürlich das gleiche wie bei Atlas, ich bin im Wasser. Es müsste jetzt eigentlich gekühlt werden, meine Temperatur. Wird es aber nicht. Sehr schade, immer schon schade gewesen. Da habe ich mich immer so ein bisschen drüber aufgeregt, dass man bei der Hitzewelle nicht einfach mal ins Wasser in so einen Teich springen kann. Nö. Geht nicht. Ich suche gerade ein paar Bücher. Hier ist ein Huhn. Scheiße, ich wollte gerade oben was bauen. Kriegst jetzt hier auf die Fresse vom Tiger. So, dann nehmen wir mal ein paar Bärchen mit hier. Wenigstens irgendwas zu kauen da oben. Will nicht mehr? Will nicht mehr. Kommt nicht mehr dran. Okay. So, wieder nach oben. Da oben ist meine Leiche. Auf dem höchsten Punkt des Berges. Mann, dieser blöde Tiger. Wie komme ich denn jetzt an den ran? Jetzt muss ich den irgendwie zähmen. Ich werde den zähmen, den Schweinehund. Ich weiß nicht, ob der Tiger zähmen 2 oder 3 ist. Muss ich mal ganz kurz... Bolas. Wo haben wir hier Bolas? Bolas? Wo bist denn du, Bolas? Keine Bolas da? Hm. Ich nehme Cockmeat mit, das Logo. Muss ich aber erstmal gucken. Ach, scheiße, jetzt kommen wir hier so nicht hoch. Wir müssen unbedingt eine Treppe hochbauen. Unbedingt eine Treppe hinbauen. Darf ich mal? Dankeschön. Darf ich noch auch das hier? Gib's dir gleich wieder zurück. Und den Wasserschlauch nehme ich auch noch mit. Es tut mir leid, Kua. Ich bin ein kleiner Dieb. Ich gib's dir wirklich wieder zurück. Außer natürlich, wenn ich jetzt wieder sterbe. Und wieder die nächsten Sachen da oben liegen habe. Blöder Tiger. Sabertooth oder was es war. Berglöwe. Irgend sowas. Den werde ich jetzt... Okay, wir gehen jetzt mal hier hoch. Er kann natürlich... Die Tiere kommen ja immer hoch, überall. Nur du nicht. Also du als Spieler. Da ist er, ne? Ja. Könnte mir jetzt bohlen? Kann ich hier schon hoch? Scheiße, wackel zu sehr. Ja. Der sieht ja diesen Nachladebug. Bei Ark lädt er manchmal gar nicht nach. Ich weiß nicht, hier hochkommen, ne? Kommt er hier hoch? Kommt. Blöder Tiger. Bist jetzt tot, komm her. Ich könnte ihn ja eigentlich zähmen. Mann, ey! Ich könnte ihn echt jetzt zähmen. Ich weiß nicht, wo der ist. Mann, dieses Nachladen ist ja so blöd. So, jetzt ist er tot. Also, bei Ark ist ja das Nachladen, wisst ihr selber, dass das nicht geht. Manchmal bleibt er hängen einfach so. Und hier ist das bei mir leider, ich weiß nicht, ob die das auch habt bei Atlas. Wenn ich dann schieße, dann lädt er immer zweimal nach. Also total affig. So, jetzt gehen wir erstmal zu unserem Zeugs hier ran. Eigentlich, wo ein Tiger ist, ist meistens noch ein zweiter. Ich gucke gerade mal, wie das Tier überhaupt heißt. Da ist meine Tasche. Okay. Blöder Tiger. Habe ich nie gekillt. Was ist das? Ein Tiger. Selber schuld. Aber dafür ist ein guter Zweck. Für einen guten Zweck nehme ich dich auseinander. Oh,
toll, jetzt bin ich überladen. Überladen? Immer noch überladen? Ja. Wegen den Knochen bestimmt oder sowas. Okay, wir versuchen jetzt endlich nach da oben zu kommen. Was für eine Geburt, ey. Mumpf! Mumpf! Nein, das komm ich nicht. Dahin gehe ich nicht, da rutsche ich runter. Kann ich wenigstens hier hoch? Komm jetzt! Was denn nun? Ach du blöder Shit, ey. Was ist denn jetzt so schwer? Was ist denn das? Aha, aha, aha. Fuhr. Okay, wir versuchen es mal damit. Und was haben wir hier? Oh, die Laterne. Die ist natürlich schade, dass sie kaputt ist. Ach komm, jetzt reicht's, ey. Was schmeißen wir raus? Die Hälfte davon. Ist natürlich schade, aber wir kommen wenigstens jetzt hier hoch. Ja. Juhu! So, wir sind endlich dort angekommen, wo wir eigentlich die ganze Zeit hin wollten. Nach 15 Minuten. Und jetzt, sag mal, wächst jetzt immer der Scheiß durch die Bäume, durch die Bude, oder was? Oh nein, ich darf mich nicht zu... Oh, shit. Egal, ich baue schnell mal was. So, wir werden jetzt nämlich jetzt hier erstmal weiterbauen. Steck doch an, du kleines A, 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 B, C, 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 D. Okay. Ich muss mal Folgendes machen. Das lege ich jetzt mal hier auf die 1. So, ist mir lieber. So, dann mache ich das mal hier. So. Hier konnte ich auch nicht setzen. Dann auf T. Kann man hier irgendwo eine Kante setzen? Ne, hier könnte ich eigentlich eine ganz normalen setzen. Mann, ey! Dann setze ich hier noch einen so. Ich komme nicht mehr hoch. Jetzt wird bekloppt jetzt hier. Kann ich hier wirklich nichts setzen? Ärgerlich. Kann ich hier vielleicht noch einen setzen? Hallo, ich will nur einen setzen. Ich will jetzt irgendwo noch einen setzen. Hier geht das vielleicht noch. Gucken wir T. Mit der Schräge. Ah, hier kann ich noch hoch. Hier kann ich hoch. Ja, super. Geht's hier noch irgendwo? Also hier kann ich keine T, kein T setzen. Vielleicht kann ich das drehen. Nee. Hier könnte ich so einsetzen. Dann mache ich lieber einen normalen. Wunderbar. Und jetzt gucke ich nochmal mit T. Geht das jetzt hier noch ein? Müssen wir mal gucken. Ihr habt das ja in der letzten Folge gesehen, dass wir das versuchen, hier mit diesen Dreiecken so ein bisschen auszugleichen. Das ist ein bisschen langsam gerade. Okay, warum? Weil, was ist ein Weg? Fuck. Voll langsam, merkt ihr das gerade? Das hat ja jetzt nichts mit uns zu tun, sondern das hat was mit dem Server zu tun, weil das gerade so ein bisschen langsam läuft. Nein, ich baue noch gar nicht. Rollbacks, was ist denn los? Ist irgendwas, irgendwie ist der Server gerade so ein bisschen lahm. Nein, die obere, aber da, ja, lassen wir es sein. Wir reden gar nicht mehr drüber. So, jetzt wollen wir erstmal das hier abhauen. So, wollen wir das mal auch noch weg machen? Yes, ist echt ein Gemüsebeet jetzt im Haus hier. Also, liebe Entwickler, schnell, schnell, schnell das lösen, das Problem. Wir wollen nämlich kein Gemüse im Haus. So. Da. Eigentlich, was? Ich lasse das so. Dann machen wir hier so eine Art Runterweg. Dann muss ich das aber erst noch craften. Das kann ich, glaube ich, aber nicht in dem... Dafür muss ich, glaube ich, diesen Crafting Table machen oder sowas, wie das Ding heißt da unten. Ja, davon kann ich welche herstellen, das ist auch kein Problem. Aber wisst ihr, was ich meine? Also ich mache jetzt hier noch einen hier.
Das mache ich mal kurz weg. So. Und dann machen wir jetzt so eine Schräge runter und dann gehen wir hier in diese nächste Etage. Wir müssen ja nicht immer auf der gleichen Höhe arbeiten. Ist da auch nicht verkehrt. Okay. Springen. So. Ich lege mal ein paar Sachen ab. Einfach nur, damit ich es eben einfach loswerde. Das können wir eigentlich noch behalten. Die Pfeile und sonst was. Ja, okay. Wood. Das war Thatch. Wood. Thatch. Was brauche ich eigentlich nochmal für diese? Mal gucken. Okay, jetzt habe ich ein paar Materialien noch. Dann werde ich jetzt noch ein paar Sachen hier craften und dann werde ich mal gucken, ob ich hier noch weiter. Hier ist doof. Ich kann hier echt nicht lang. Ich gucke mal ganz kurz, wo im Skillbaum bauen. Das war das nicht. Das war das, ne? Wo wir die Sachen freigeschaltet haben. Da muss ich mich erst noch ein bisschen mit befassen mit dem Ganzen, weil ich den Skillbaum noch nicht so ganz verstehe. Also nicht verstehen schon, aber wo was genau liegt. Ne? Also bei ARK macht man das aus dem FF. Und hier muss man noch genau gucken, wo was ist. Ich muss mal ganz kurz gucken, wenn ich jetzt hier so einen crafte, ob ich hier schon eine Schräge bauen kann. Also Schräge. So. Dann könnte ich mit... Ah, ne, kann nichts machen. Ne, geht nur so. Okay. Machen wir den Scheiß auch nochmal weg. Wir wollen natürlich jetzt hier irgendwie ein bisschen langsam, ne, langsam an ans Ziel kommen mit unserer Base hier. Die großen Bäume lasse ich erstmal übrigens hier stehen. So. Kann ich nichts mehr bauen? Jetzt ehrlich nicht mehr? Nö. Was fehlt uns jetzt schon wieder? Wood. Wood kann ich noch, Wood kann ich ja besorgen. Wood haben wir hier genug. Meine Axt ist auf 6, auf der 6. Okay, gerade ein bisschen durcheinander, weil ich hier die ganzen Sachen durcheinander schiebe. Ich muss mich unbedingt mal damit befassen, wie das ganze, der ganze Crafting-Baum funktioniert. Nicht funktioniert, wie er eben, wie er gelegt ist, damit man schneller an was kommt. Seht ihr die Verzögerung? Finde ich sehr, sehr unangenehm beim Bauen. Also wenn ich gedrückt habe, dann machte das erst gar nicht. Das dauert immer so eine Sekunde, dann kommt das erst. Sehr blöd gemacht. Ich lasse das mal so. Schade, dass ich das hier nicht mehr setzen kann. Vielleicht kann ich jetzt ein Dreieck... Ah, ein Dreieck geht, okay. Aber ich kann nichts mehr bauen, ne? Nee. Was wird jetzt... Wurde wieder. Okay, dann hauen wir den hier nochmal runter. Bin irgendwie komplett überladen. Sehr blöd. Ich muss jetzt da einsetzen und da, wenn ich das noch schaffe. So. Gucken, ob ich jetzt den hier setzen kann. Vielleicht kann ich das Dreieck setzen. So nicht. Dreieck, okay. Ich kann wieder nichts, ne? Ich kann nicht mehr... Nee, Thatch fehlt diesmal. Diesmal fehlt Thatch. Also an Holz und Thatch wird es hier oben nicht mangeln. Das ganz, ganz klar. Aber, also wie gesagt, Leute, im Moment spiele ich auf so einer richtig guten Einstellung. Es läuft gerade richtig, richtig gut. Die Grafik ist natürlich jetzt vielleicht an einigen Stellen nicht so pralle Malle. Aber damit kann ich noch vollkommen leben. Weil die letzten Lags, die haben mich echt sehr, sehr gestört. Und erst recht, wenn es dann irgendwie mal, wenn man sich bewegt hat oder sowas, oder ganz kurz auf einer Stelle stand und dass dann plötzlich irgendwie das ganze Spiel für eine Sekunde eingefroren ist, war blöd. Und jetzt ist das nicht mehr und das ist, das finde ich sehr gut. Hep, hep,
Es wird noch breiter. Es wird noch breiter, das Ganze. Es ist jetzt nur dieses erste Holzfundament. Und dann nachher, genau, kommt der noch drauf. Und dann kommt nämlich der Rest noch aus Stein, damit das auch eine richtige Festung wird. Aber erstmal für die ersten Schritte. Wir haben ja unten eine Steinmauer, hat der Stone ja gezogen. Und sieht echt voll schön aus gerade, ne? Finde ich gut. Also Leute, ich sag erstmal für diese Folge schon mal tschüss. Ist das einfach nur so ein Smalltalk gewesen, ein bisschen craften, gestorben oder getötet werden von einem Tiger, den man gerade noch... voll blöd, ey. Habe ich gar nicht gesehen. Fand ich aber ganz trotzdem voll lustig. Also ich sag dann mal tschüssi. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge dann natürlich dann wieder mit Jungs und Mädels. Dann wieder mal gucken, was wir dann treiben. Stone hat jetzt in den letzten Tagen Fiber gefahren mit dem Bären. Das kann man richtig, richtig mega gut. Der hat, glaube ich, in so einer Stunde... oder weniger 80.000 Fiber gefarmt, nur mit den Bären. Und das kann man echt gut durchgehen lassen. Also, bis denn. Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir werden natürlich richtiges Let's Play machen. Das bedeutet, es wird hier nicht geschnitten, was nur die schönsten, tollsten, spannendsten Szenen. Also hier wird gespielt und auch gefarmt. Also, bis denn und tschüss. Oh mon Dieu.